Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es hier natürlich auch um den Pink Oktober. Ich weiß nicht, ob ihr schon von der Spendenaktion von Cricut gehört habt. Ihr könnt das Ganze unterstützen, indem ihr entweder Projekte teilt, die ihr passend zum Pink Oktober gemacht habt, oder natürlich könnt ihr auch gerne spenden. Also schaut gerne mal, wenn ihr da nähere Infos haben möchtet, auf der Cricut-Seite vorbei. Und heute geht es hier natürlich auch um ein Projekt, was ihr super einfach und schnell umsetzen könnt. Nämlich gestalten wir heute zusammen eine Mütze passend zum Pink Oktober, um auch in der Öffentlichkeit auf uns aufmerksam zu machen und Frauen noch einmal daran zu erinnern, wirklich zur Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung auch zu gehen. Und wenn du jetzt sehen möchtest, wie wir das Ganze erstellen, dann bleib gerne dran. Für das Projekt nutzen wir den Cricut Jaw Extra, die Feinschnittklinge, dann die Standard Crib Schneidematte, die Everyday Iron On in Rosé Gold, dann einmal Smart Iron On in Weiß, einen Haken zum Entgittern, eine Schere, eine Easy Press Mini. Dazu brauchen wir noch die hitzebeständige Unterlage, etwas Backpapier und natürlich die Beanie, wo wir das Ganze aufbringen möchten. Die Datei ist im Design Space für dich schon einmal vorbereitet. Je nachdem, auf welche Untergrundfarbe du das Ganze natürlich aufbringen möchtest, zeige ich dir jetzt mal, wie du das Ganze noch umfärben kannst. Ich möchte nämlich das Pink und die Schleife hier noch in Weiß machen. Das heißt, wir haben hier einmal den Teil mit den Kreisen und in Oktober, also die Schrift, und dann haben wir hier die Schleife und Pink einmal separat. Das wähle ich mir jetzt einzeln an und kann das hier oben einfach umfärben, so dass wir das nach dem angezeigt bekommen für unser weißes Material. Und damit wir hier auch die Abstände nach dem genauso haben, wähle ich hier die beiden Ebenen an und gehe einmal auf Verbinden. Jetzt passt das für mich so. Ich möchte nämlich hier das Ganze in Rosa schneiden lassen und das Pink und die Schleife einmal in Weiß. Du kannst natürlich auch hier noch einzeln hingehen und das Ganze auch umfärben. Du könntest auch die Schrift innen noch in einer anderen Farbe machen. Ich möchte das Ganze aber jetzt zweifarbig machen. Das passt so, auch von der Größe her. Und dann können wir auch schon auf Herstellen gehen. Wählen hier auf der Schneidematte aus, da ich mit kleinen Stücken arbeite. Ansonsten kannst du natürlich auch hier manuelle Auswahl bei jedem Laden nehmen. Oder wenn du Smart-Material hast, direkt ohne Schneidematte. Aber wir wählen jetzt hier auf der Schneidematte aus, gehen auf Bestätigen und bekommen jetzt hier unsere Motive schon einmal angezeigt. Wir haben jetzt ein neues Update im Design Space. Das heißt, sobald du nach dem Iron On auswählst aus den Materialien, wird das Motiv automatisch gespiegelt. Damit aber wir jedes Mal dran denken, gehe ich trotzdem hier nochmal hin und spiegel das Ganze. Auch wenn wir jetzt gleich das Material auswählen, wird es nicht noch einmal zurückgespiegelt, sondern das bleibt definitiv so. Deshalb nur nochmal als kleine Erinnerung, denke mal dran, Iron On muss gespiegelt werden. Dann können wir auf Fortfahren gehen, uns mit der Maschine verbinden und dann auch schon mit dem Schneidevorgang starten. Wir starten beim Schneiden mit dem weißen Smart Iron On und wunder dich nicht, ich habe hier ein Reststück des Smart Iron On und das können wir nämlich ganz einfach auf die Schneidematte auch aufbringen und dann wie gewohnt schneiden lassen. Unseren weiteren Teil des Motivs lassen wir aus der Everyday Iron On einmal ausschneiden. Die bringe ich auch wie gewohnt auf die Schneidematte auf, dann kann das Motiv geschnitten werden und danach können wir die Matte wieder entladen. Und auch hier schneide ich nochmal das Motiv grob mit der Schere aus, denn auch diese Reststücke können wir später wieder für andere Projekte weiterverwerten. Danach geht es ans Entgittern mit unserem Entgitterungshaken und hier entfernen wir die überschüssige Folie, die wir nach dem nicht übertragen möchten. Du kannst hier die Motive nochmal umdrehen und schauen, ob auch wirklich alles entfernt ist und dann können wir unseren Mini-Press vorheizen und auch schon unser Motiv auf die einmal Probe auflegen und wenn wir das haben, können wir die erste Schicht einmal aufpressen, danach kurz abkühlen lassen, denn wir müssen das Trägermaterial im kalten Zustand nach dem Abziehen. Wenn dann alles erkaltet ist, können wir die nächste Schicht einmal aufbringen, auch hier wieder das Ganze abkühlen lassen, Trägermaterial wieder runter und zu guter Letzt presse ich immer das gesamte Motiv noch einmal mit Backpapier, denn so haben wir einen noch besseren Halt und schon ist unsere Beanie zum Pink Oktober auch fertig.